Weiter geht es mit Final Fantasy 16. Moin, hier ist der Angelus. Willkommen hier zu Folge 50 vom Let's Play. 50. Episode. Rosaria wird angegriffen von Kupka und seinen Dalmekia-Soldaten hier. Haben schon vieles von der Stadt zerstört. Leider konzentrieren sie sich nicht nur auf die Festung, sondern, einige Bürger müssen hier leider auch dran glauben, obwohl die mit dem Krieg nichts zu tun haben. Leute, willkommen zurück zum Let's Play. Folge 50. Mal gucken, ob wir Kupka hier stoppen können. Das wird doch bestimmt einen Kampf wieder geben, ne? Diesmal wird er doch bestimmt auch den Titan rauslassen. Stahlseide, nice. Danke. Blutige Haut, oh, die kann ich wieder verkaufen, die Skillwert. Folge 50 schon, Leute, ey. Wir kommen voran in dem Spiel. Heiltrank, geil. Okay. Was haben wir hier? Hier die nächste Gruppe. Verschwendet aus meiner Stadt! Ah, ich bin Zauberer mitgenommen, ja. Der ist down. Ich hab noch was! Was? So. Das war der letzte. Jill hat sich um den gekümmert. Perfekt. Okay, da kann man drauf. Da oben geht's auch weiter. Da oben liegt noch ein Item. Hier ist auch kein Weg mehr, ne? Schauen wir zur Sicherheit nochmal nach. Na, nur Leute, die ihre Häuser verlieren hier. Auf der anderen Seite des Schutz. Der Trümmer. Schutt und Trümmer. Gleich sind wir am Schloss. Ja? Dann hat das ein Ende. Naja. Mal abwarten. Wenigstens meine Lebensleiste wieder voll jetzt. Nice. Oh, wir waren ewig nicht hier. Innerhalb des Burgshofs waren wir nur in der Rückblende. Wille des Blitzes. Okay, das ist wieder mal, um die Blitzfähigkeit zu verbessern. Aber hier haben wir nichts mehr. Links der Trainingsplatz, wo wir waren. Alles ein bisschen trostlos geworden hier. Wir brauchen ihn lebend. Echt? Lebend? Ganz schön viele hier. Oh, das sind vier. Und alle vier weg. Perfekt. Ja, neue Gegner. Toll. Und wo kommen die neuen Gegner? Da. Dann habt mal Spaß hiermit. Ja, jetzt schaue ich mir das ein wenig von außen an. Oh, guck dir mal an, die ganzen Barrieren, die da noch platzen. Okay, und jetzt die mit Flächenschaden. Ah. Schade. Dachte, ich kann die so noch ausschalten. Hey, der hat eine neue Barriere. Wer hat die gezaubert? Der hier? Der hat keinen Stock in der Hand. Da! Der hat auch noch volles Leben hier. Der Zauberer. Seine Barriere ist auch weg. Nur noch seine ausschalten hier. Nein, daneben! Jetzt aber. Finale Vollstreckung. Okay. Was ist los? Löst die Kette! Die Kette von wem? Ui, ein Kriegsbiest. Achtung, Curl! Curl?
Oi, ey. Das sind diese Tiere mit diesen langen... Ja, genau. Fass! Bereit? Was glaubst du? Früher in Final Fantasy sah das immer so aus, die hätten diese lange Barthaare, aber das sind ja hier Hornwaffen, Alter. Und die kann er im Kampf benutzen. Hui! Zaubern kann der auch? Oh, der hat Reichweite des Todes. Und er weiß nicht, wann Schluss ist und ich mal dran bin mit Schlagen. Ich bin verletzt. Repariert. Ach doch. Ja, schießt immer zweimal, oder? Nee. Durch seine blöden Speerwaffen, ne? Hat er so eine Reichweite, dass du echt so hart aufpassen musst. Brauch jetzt aber nicht mehr so viel bis zum Stun. Repariert. Nice. Gleich ist er gestunt. Jetzt. Sie gehören dir! Und bitte. Na, jetzt nicht so viel Schaden. Er hat noch über die Hälfte. Er sammelt seine Kräfte. Greife an? Ich greife ja an. Boah, ich muss den ganzen Balken wegkriegen, bevor er irgendwas macht. Oh. Unsere Chance. Scheiße. Vergeuden wir sie nicht. Oh, er ist unten. Kann er angreifen? Wow, 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 die Blitze. Nochmal runterziehen, nice. Das müsste bis zum Stun reichen. Mit dem Tornado noch. Jawoll. Jawoll, richtig gut. Sie gehören dir. Und... Das war nice. Oh, 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 oh. Das gefällt mir gar nicht. Komm zu mir. Das habe ich gebraucht. Er ist Akku-Modus. Okay, ist wieder aus. Du machst nix. Boah, man kann so schlecht ausweichen bei dem, finde ich. Wegen dieser komischen Reichweite, die er hat. Zu langsam. Jawohl. Gebrochen. Das reicht. Oh, da geht er down. Das war's. Okay, ein Trank habe ich genommen, aber immerhin beim First Try geschafft. Krass. Huiuiui. Kölsch Schnurrhaar. Okay, wir haben einen Schnurrhaar von gekriegt. Kriegen wir wieder Ausrüstung für Reißzahn, Ether, Dings. Jill! Was? Hab ich dich, Sid? Oh. Oder sollte ich sagen, Lord Rosfield? Wie du willst. Ich habe eine halbe Ewigkeit nach dir gesucht. Lass sie gehen, Kupka. Schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Für den Anlass habe ich keine Mühen gescheut. Ich hoffe, dir gefällt die Kulisse. Bastard!
Wirklich bedauerlich, dass dein Vorgänger nicht hier ist. Doch wir werden sicher auch unseren Spaß zusammen haben. Er weiß doch von dem Vorgänger, Sid. Er weiß doch mehr, als ich vorher gedacht hatte. Sachte, mein Schneeflöckchen. Du willst doch nicht schmelzen, bevor dein Auftritt beginnt. Ihr Auftritt? Oh. Damit kann sie ihre Kräfte nicht benutzen. Scheiße. Wollte ich auch gerade sagen. Was wollt ihr jetzt? Ah, wir können nicht kämpfen wegen Jill jetzt. Weil sie in seiner Gewalt ist. Jetzt kriegen wir auch die Armschienen. Das ist super. Nun, auf zu den Feierlichkeiten. Feierlichkeiten klingt doch eigentlich ganz nett. Da sind wir doch dabei. Oh, Torgal, sie haben ihn nicht gesehen. Der befreit uns. Er bricht ein in den Kerker. Beißt uns die ist Ketten. Ist ja hervorragend gelaufen. Findest du, Geth? Der ist auch ich glaub, da. Ich glaube, jetzt liegt's an mir. Nein. An Torgal. Torgal ist so ein Panzerknackerhund. Der macht das. Wie der Garten komplett eingegangen ist hier. Früher waren hier mal so schöne Blumen. Und Gärtner haben sich darum gekümmert. Oh. Henker! Sie bringen uns einen Hocker. Voll nett. Können wir uns hinsetzen, ein bisschen chillen. Welcher Kopf soll rollen? Deiner. Dein eigener gleich. Du, hol die Gefangene. Ja, er will unbedingt so die Rache haben, dass wir zugucken müssen, wie er Jill köpft. Wer sich mit Geächteten einlässt, verdient es nicht anders. Hätte sie sich mal mit mir eingelassen. Laber nicht. Befehl von Lord Kupka. Du darfst zusehen, wie deine Freundin hingerichtet wird. Ja, das will er. So eine Verschwendung. Hey, Geth! Und das alles einäugig. Geth! Trotzdem das Ziel getroffen. Kristallfesseln sind schwer zu knacken, weißt du? Ach, wirklich? Aber keine Sorge, ich krieg die schon auf. Wo ist Jill? Im Innenhof. Scheiße. Machen wir schnell. Die Kaiserlichen haben zum Rückzug geblasen und sind schon weg. Aber es wimmelt hier noch von Kupkas-Männern. Überlass sie mir. Ich schleich mich nach oben und komm dann von hinten. Beeil dich, ja? Ach. Fast vergessen. Oh, nice. Dankeschön. War auch teuer. Ist auf Stufe 2 abgedatet. Halt durch, Jill. Ich komme. Ich meine, hat eben auch super geklappt, dass Geth von hinten gekommen ist und die abgeschlachtet hat. Okay. Ich muss sofort in den Hof. Kriegen noch ein paar Items hier. Vielleicht noch ein Heil-Item. Jo. Weil wir eben noch den Kampf gegen die Katze hatten. Ich könnte einen neuen Supertrank gebrauchen, weil den habe ich eben verwendet. Ja, den nehme ich auch mit von mir aus. Super Trank! Jawoll, jetzt bin ich wieder voll. Denn wir müssen erstmal den Henker ausschalten, bevor wir weiter zu Kupka können. Und der Henker sieht auch gefährlich aus. Ich lasse sie nicht sterben.
Torga könnte ich das gebrauchen. Wo hat er sich versteckt? Wenn der jetzt hier kommen wäre zu uns. Haben wir da hinten noch irgendwo was, was hier rumliegt oder so? Ich habe hier mich hier. Ich konnte mich hier noch nicht umsehen. Stehen viele Waffen beim Trainingsplatz, aber da komme ich nicht hin. Eine Karte kann ich auch nicht öffnen, um zu schauen. Also müssen wir in den Burghof. In den Burggarten, besser gesagt. Das hier war ja der Hof. Okay. Da ist der Henker. Gav? Ich hoffe, du hast einen Plan, Clive, denn falls nicht, sind wir geliefert. Klar. Er wird jetzt zur Wildsau und dann gehen wir rein. Torgal! Los! Wie seine Augen leuchten. Er schnappt sich das Beil. Ein verdammter Wolf! Wow, wie er sich auflädt. Wow. Seit wann kann der das? Torgal. Wow, was? Was geht denn mit dem Torgal ab? Er hat sich verwandelt? Seit wann kann der sowas? Warum hat er das noch nie vorher gemacht? Tja, kannst du stehen. Super, Torgal. Komm schon, Lord Rossfield. Ich hab dir doch nicht etwa den Appetit verdorben. Schluss damit. Ja, es wird Zeit, den nächsten Gang aufzutischen. Mal sehen, wie er dir schmeckt. Hier, Jill. Danke, Gav. Jawohl. Haltet durch. Wir kommen hier raus. Und Torgal? Danke. Kriegen wir noch eine Nachricht wegen Super Torgal? Was ist da los? Denn dieses Kunststückchen? Ja, echt? Später. Erst kämpfen wir. Ich zähle auf dich, Torgal. Alter, ich krieg hier wieder alle weg. Torgal ist immer noch voll im krassen Zustand, ey. Torgal, was? Guck ihn dir an. Jetzt, Torgal! Komm. Schnapp sie! Da, Torgal! Macht ein bisschen mehr Schaden, aber auch nicht viel. Der kann auch so explodieren. Aua! Nachher macht die Hinrichtung super Angriff. Und damit hier kommt schon. Er ist gebrochen. Wo kommen die jetzt auf einmal her? Neue Gegner. Oh, jetzt macht er schon wieder hin. Ich wollte gerade umdrehen wegen den anderen Gegner. Weil die jetzt auch schon wieder hier Zauberer haben und so. Beide weg. Schon mal weg von den Dicken hier. So, jetzt aber wieder mal er hier. Zu langsam. Oh, dieser Druckwelle auf dem Boden noch. Parier ich. Pariert.
bevor noch eine Welle hier kommt. Auch pariert. Und gebrochen. Und das müsste jetzt reichen. Sie gehören dir. Jawohl. Sehr schön. Ihr seid ja immer noch nicht tot. Oh. Wunderbar. Dann gehört Lord Kupkas Belohnung also uns. Jetzt zwei von diesen Sandsoldaten hier. Greift, die Typen sehen nach Ärger aus. Schaffen zwei wir waren noch. Ja schon krass. Zu langsam. Bisschen Leben runterziehen hier. Was? Komm zu mir! Das hab ich gebraucht. Nein! Ja, weil der andere wieder genervt hat, konnte ich den hier wieder nicht richtig zum Stunnen bringen. Jawohl. Oh, wenn der andere jetzt herkommt, kriegt er den Tornado auch auf den Sack, ey. Einer ist down. Nein. Bis dann. Sie gehören dir. Torga, fass! Sie gehören dir. Ausgewichen. Und noch ein Torga, fass! Sie gehören dir. Oder war es so weit weg? Jawoll. Puh, ey. Gleich drei heftige Kämpfe hier schon in der Episode heute gehabt, ey. Puh. Und Kupka wartet auch noch. Wirrit Stahlseite, blutige Haut, nichts Besonderes von denen bekommen. Geschafft. Ja. Fürs Erste. Ich wette, das waren nicht die Letzten. Die werden nicht aufhören, uns zu jagen, bis Kupka stirbt. Also geh da rein und bring es zu Ende, ja? Geh. Wenn noch mehr kommen, halten wir sie auf. In Ordnung. Seid vorsichtig. Okay. Gab das gute Erfahrungspunkte? 1800. Ah, ich will 2300 haben, damit ich hier die Ulti-Fähigkeit auch nochmal für Ramu lernen kann, den Ionenschlag. Der soll auch sehr mächtig sein gegen einen Gegner, ne? Bei einem einzelnen Gegner verursacht. Ich glaube, wenn man das macht, wenn einer gestunt ist und da die Blitze so raufballert. Ich glaube, das ist nice. Deswegen warte ich dann noch, bis ich die Punkte zusammenbekomme. Okay, wir gehen rein. Ich verspreche dir, Sid. Er stirbt durch meine Hand. Oh, Heiltrank und Supertrank. Müsste ich wieder alle Tränke voll haben. Ich guck nochmal hier oben, links und rechts. Da könnten Kisten stehen. Oder da so Items sein. Oh, nochmal. Hatte ich aber leider beide jetzt voll. Er sitzt auf deinem Vaters Stuhl, oder? Kupka. Du kamst spät. Probleme gehabt? Nee. Keine, die nicht lösbar gewesen sind. Er sitzt das auf der... Das freut mich. Auf der Treppe sitzt er. Nicht auf dem Stuhl. Und nun bist du hier, um diesen Thron zu verteidigen, Lord Rossfield? Das Großherzogtum Rosaria. Ein Reich ohne Herrscher, ohne Armee, sogar ohne Volk. Ein buchstäbliches Reich aus Staub. Ein Thron?
brüchiger Stuhl, sollte ich sagen. Nein! Ah, na, ja. War eh nicht besonders hübsch. Schluss mit den Spielchen, Kupka. Was zur Hölle willst du? Sids Kopf auf einem Tablett. Stell dir meine Enttäuschung vor, als ich erfahren habe, dass ich ihn nicht töten kann. Und meine Erleichterung, als du seinen verfluchten Namen angenommen hast. Er weiß also doch, dass dieses der Kopf... Dieses Monster hat Benedikta ermordet und ihre Leiche geschändet. Nicht ganz, aber... Der Kopf kommt nicht von unten, nicht von Klein. Wer sein verfluchtes Erbe antritt, wird auch für seine Verbrechen büßen. Die einzigen Verbrechen, für die ich büße, sind meine. Sid war derjenige, der versucht hat, sie zu retten. Aber dafür war es schon längst zu spät. Also habe ich es zu Ende gebracht. Ich habe sie getötet, Hugo. Du hast... Du... Du hast sie getötet? Er fragt sich jetzt, richtig, wie. Bei Sid hätte er noch gedacht, okay, Sid war ein Dominus, das war ein Kampf. Aber jetzt Clive weiß er nicht, dass er Ifrit hat, ne? Eine Fügung des Schicksals. Ich habe höchstens noch darauf gehofft, auch ihm einen geliebten Menschen zu nehmen, ihm das Gleiche anzutun. Doch es ist noch so viel mehr. Wahre Rache wurde mir gewährt. Wir hatten einen Traum. Ich würde zum König der Welt. Sie, meine Königin. Und zusammen würden wir herrschen wie wahre Götter. Du hast diesen Traum zerstört. Alles ruiniert. Leider war sie das selbst. Hör her, Rossfield! Du wirst büßen, und zwar mit dem Tod! Ich reiß dich entzwei mit meinen bloßen Händen! Und was denkst du? Wie viele du getötet hast? Wie viele Träume hast du ausgelöscht? Du bist nicht der Einzige, dessen ganze Welt in die Brüche gegangen ist. Du kriegst kein Mitleid von mir, Kupka. Kein Mitleid und keine Gnade. Jetzt stirb! Jetzt muss aber wirklich mal auch wieder Ifrit rauskommen, ey. Gegen ihn. Er ist schnell. Erfährst du, was denen geschieht, ihr Sagen, mich zu stören? Stören bei was? Stören? Ich werde dich töten! Ich hab keinen Hund dabei. Aua. Ey, das war eine böse Kombo, da konnte ich nicht raus. Alle sind sie immer mega schnell, wenn sie sich verwandeln und beim Ausweichen, ey. Nur wir selbst immer nie. Verflucht!
Oh, wie er das wegblockt. Ah, macht er noch einen Kick hinterher. Zu langsam. Nice. Ah, das weicht einfach weg. Ey. Aua. Ja, aber der Kick. Gebrochen. Können wir so mal ein bisschen Damage machen? Tornado raus. Damit ich ihn schon mal bis zur nächsten Stun-Attacke runterkriege. Oh, das ist gescriptet. Ich werde dich ausradieren, Rossfield. Mein Hass für dich ist uferlos, unerbittlich. Dieses Schloss wird dein Grab. Was? Oh, verdammt. Er ist weg. Oh. Okay, kämpfen wir im Keller weiter. Ja, immer noch über die Hälfte leben, ey. Das hat jetzt mein Tornado komplett versaut, weil das hier weitergeht hier unten. Mein Tornado einfach seine Wirkung nicht ausspielen konnte. Er hat sich zurückverwandelt. Und wir sind im Keller. Das Schicksal hat entschieden. Jetzt bin ich in einer normalen. In meinem Element. Wegen dem Stein. Es gibt keinen Kampf. Ja, jetzt ist Maulwurf geworden. Erde ist und bleibt mein Element. Ich kann mich nicht bewegen. Pariert. Zu langsam. Oh, oh, oh. Daneben. Das habe ich gebraucht. Ja, Druckwelle noch. Das wird mir tun. Ich bin gleich tot. Schon. Zu langsam. Meine Güte, ey. Krieg nicht mal die Hälfte Leben weg. Nicht
Nein, das wollte ich ja gerade sagen. Da habe ich wieder auf den Tornado gedrückt. Aber vielleicht gar nicht so schlecht. Ich habe keine Ahnung, wo er ist, Wolf. Er hat sich in mein Tornado unter durchgetaucht, oder? Ja, Block. Ausweichen. Zu langsam. Ach komm, wieso muss er mal so eine Combo machen? Boah, da kommt doch noch dieser blöde Kick danach. Ich hab doch schon perfektes Ausweichen gemacht und dann kann er aber trotzdem seine Kombo ohne Probleme machen. Bis dann. Er taucht wieder unter den Boden, oder? Ja. Ich reiß dir das Herz aus. Macht er jetzt neue Angriffe? Ich brauch dringend mal was zu trinken, ey. Daneben. Perfekt ausgewichen. Er hat schon wieder eine neue Form jetzt, ne? Daneben. Okay. So. Leute, das ist eine lange Episode. Wir befinden uns gerade im Bosskampf mit Kupka. Und es wird spannend. Ich habe nicht mehr viele Tränke. Ich habe nur noch drei. Ja, doch, drei Supertränke habe ich noch. Die normalen Tränke habe ich verbraucht. Meine Stärkungstränke habe ich auch verbraucht. Und er hat immer noch viel Leben. Immer noch fast die Hälfte. Ich habe jetzt wieder gestunt, aber hat nicht gereicht, um in die nächste Phase zu kommen. In der nächsten Folge geht's weiter. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Also, vielen Dank fürs Einschalten in der 50. Episode. Und die war lang. Viel zu lang. Aber, ja, ich konnte halt nicht vorher speichern. Problem. In der nächsten Folge geht's aber weiter. Bis dann. Ciao.